Kunst als Gegenbegriff zur Natur. Für den englischen Schriftsteller und Maler Stephen Farthing ist Kunst ein menschliches Kulturprodukt, das Ergebnis eines kreativen Prozesses. Ein Kunstwerk, das Ergebnis eines solchen Prozesses oder gar der Prozess selbst. Ist dann die künstliche Intelligenz als eben solches Produkt, das künstlerisch tätig ist, als Künstlerin, Kunstschaffende zu betrachten? Ist es an der Zeit, mit den Möglichkeiten von und durch KI Begrifflichkeiten, Definitionen und Grenzen neu zu interpretieren, neu zu denken? Mit diesen Worten ein herzliches Willkommen, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße ganz herzlich unser getestetes und auf Abstand sitzendes Publikum hier live im Deutschen Museum Nürnberg, dem Zukunftsmuseum, und natürlich Sie, die die heutige Spirio-Session über den Livestream verfolgen. Diese findet im Rahmen des HiA-Festivals statt, dem Festival für Kunst und Forschung in Bayern, die den heutigen Abend auch finanzieren. Mein Name ist Susanne Grube und ich freue mich aufs Herzlichste, Sie durch den heutigen Abend begleiten zu dürfen. Das Deutsche Museum Nürnberg als ein Technik-Ethik-Museum versteht sich als ein Ort der Begegnung, des offenen Diskurses und der Auseinandersetzung mit Zukunftsszenarien, die von technischen Innovationen geprägt sind oder sein können. Die gezeigten und zu Diskussionen anregenden Exponate und Themen reichen dabei vom ganz persönlichen Alltag bis zur Raumfahrt. Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Cyborgs, Prototypen als aktueller Stand der Forschung, das sind nur einige Themen. Die Annäherung an das Abstraktum Zukunft und auch ein ganz wichtiger Aspekt der Ausstellungskonzeption dieses Hauses ist die künstlerische Auseinandersetzung mit all diesen Themen. Von daher bietet das Deutsche Museum Nürnberg natürlich ein ideales, synergetisches Setting für eine Spirio-Session. Session, das zwanglose Zusammenspiel von Musizierenden. Spirio, das ist der selbstspielende Flügel Spirio R, ein analog-digitales Hybridinstrument der Firma Steinway & Sons. Zusammengebracht, bespielt und beforscht in einem interdisziplinären Forschungsprojekt der Hochschule für Musik in Nürnberg und der Technischen Hochschule Nürnberg im Leonardo, dem Zentrum für Kreativität und Innovation. Und dabei wird folgenden Fragen nachgegangen. Ob eine künstliche Intelligenz, KI, auf gleichem Niveau mit einem Menschen kreativen Schöpfungsprozessen zusammenarbeiten kann und wie eine solche Kooperation aussehen könnte. Doch bevor es richtig losgeht, möchte ich das Wort übergeben an Marion Greta, die Leiterin des Deutschen Museums Nürnberg, und an Herrn Professor Rainer Kotzian, den Präsidenten der Hochschule für Musik in Nürnberg. Ja, von mir einen ganz herzlichen guten Abend, sehr geehrter Herr Professor Kotzian, lieber Professor Ulrich, liebe Frau Hegner, sehr verehrte Gäste hier bei uns im Deutschen Museum Nürnberg, draußen wie drinnen, liebe Zukunftsfans. Auch Sie möchte ich herzlich begrüßen, denn wir sind hier immer wieder zu neuen Formaten aufzubrechen und heute ist es also an der Zeit, dass wir die KI Musik machen lassen. Ein paar Worte. Ich glaube, meine Kollegin Susanne Grube hat schon das Museum fantastisch vorgestellt. Aber wir sind vermutlich eines der jüngsten Museen der Welt. Man muss ja auch mal seine kleinen Erfolge feiern. Ab dem 17.09. Haben wir hier die Türen geöffnet und wir sind sehr stolz und freuen uns darüber, dass wir bis jetzt tatsächlich schon über 30.000 Besucher hier bei uns im Haus hatten. Das heißt, offensichtlich ist die Zukunft etwas, was alle da draußen ein bisschen interessiert. Das freut uns sehr. Heute also geht es um die Spirio-Session. Erstmal ganz herzlichen Dank an unsere Kooperationspartner hier im Haus. Ich glaube, das wird eine ganz interessante Erfahrung, die wir heute haben. Künstliche Intelligenz ist auch natürlich auf dem Vormarsch an vielen Ecken und Enden in der Wirtschaft, im Alltag. Aber eben, wie meine Kollegin gerade auch sagte, auch im Bereich der Kunst ist es im Einsatz und wird immer deutlicher dort im Vormarsch sein.
das Nürburger Leonardo-Zentrum. Wir arbeiten sehr gerne mit Ihnen zusammen, auch ein Objekt hier bei uns in der Ausstellung zu zeigen. Hat dabei tatsächlich diese, ja, wir werden uns, glaube ich, schon ein bisschen gruseln, wie von Geisterhand spielendes Klavier hier bei uns in das wundervolle Forum hier gebracht. Und wir werden also alle Zeuge sein davon, was KI wirklich künstlerisch kann. Ja, vor kurzem, ich glaube, es ist noch nicht so lange her, war eine Nachricht, dass KI Beethovens fragmentarisch skizzierte 10. Symphonie vollendet hat. Ging da wirklich die Meinung sehr auseinander. Ist das tatsächlich etwas, was vollendet wurde? Oder was kann man sagen, ist das Kopie? Oder wie groß ist der Anteil von KI? Jetzt kommt noch einer drauf sozusagen heute Abend. Wir setzen dem Ganzen die Krone auf, in dem nicht nur ein Werk vollendet wird, sondern eine künstliche Intelligenz soll in Interaktion mit einem menschlichen, mit einem Musiker, also mit menschlichen Musikern, hier interagieren und uns zu einer musikalischen einer Erfahrung bringen. Wohin soll das führen? Will sich der Mensch mit all seinem schöpferischen Gehen, mit seiner schöpferischen Intelligenz irgendwie am Ende vielleicht auch selber abschaffen? Wir fragen das natürlich auch hier in der Ausstellung. Heute Abend werden wir erstmal herausfinden, ob KI auf gleichem Niveau mit großartigen Musikern einen kreativen Schöpfungsprozess hier uns bescheren kann. Ich freue mich sehr darauf, auf dieses Musikerlebnis, und ich glaube, dass es für uns alle eine echt sehr interessante Erfahrung wird. Herzlich willkommen im Deutschen Museum. Hallo. Sehr geehrte Frau Greta, sehr geehrte Damen und Herren hier in diesem Saal, in dem wunderschönen Veranstaltungsraum des Zukunftsmuseums. Frau Greta, Sie haben schon gesagt, das jüngste Museum der Welt oder eines der jüngsten, vielleicht auf jeden Fall aber das jüngste Museum in Nürnberg. Wir von der Musikhochschule Nürnberg, wir sind die jüngste staatliche Hochschule für Musik Deutschlands. Und uns gibt es zwar jetzt schon seit mehr als 10 Jahren, wir sind aber trotzdem weiterhin in Aufbruchsstimmung. Und in Zeiten von Homeoffice ist es wichtiger denn je, dass wir uns vernetzen, dass wir uns austauschen. Und dafür ist dieses Gemeinschaftsprojekt, die Spirio Sessions mit der Schirmherrschaft des Leonardo-Zentrums, aber dahinter ja dann mit großen Institutionen, die ich Ihnen gleich noch vorstelle, ein Vorzeigebeispiel. Ein Leuchtturmprojekt, das auch bereits wirklich großes mediales Interesse erzeugt hat und das hier jetzt auch kein Höhepunkt ist, sondern ein Zwischenstand. Wir haben an der Hochschule für Musik Nürnberg ein jetzt gerade im Aufbau befindliches Forschungszentrum, ausgehend von der Professur von Professor Dr. Martin Ulrich, der eine Professur für interdisziplinäre Musikforschung hat, Musikwissenschaft und mit dem Schwerpunkt Human Element Studies und Digital Humanities. Da ist auch ein Masterstudiengang in Vorbereitung und darauf sind wir besonders stolz. Wir haben im Rahmen des KI-Wettbewerbs des Bayerischen Staatsministeriums haben wir eine KI-Professur für musikalische Interaktion und künstliche Kreativität gewonnen. Dem nicht genug, wir haben auch noch eine zweite Professur in Vorbereitung, nämlich für musikalische Bildung und künstliche Intelligenz. Sie sehen, allein an der Hochschule für Musik Nürnberg ist hier ein wirklicher Leuchtturm, ein Forschungsschwerpunkt bereits entstanden, der erste aus meiner Sicht hochinteressante Ergebnisse zeigen kann. Das würden wir aber nicht schaffen ohne unsere Partnerinnen und Partner. Das Partner des Zukunftsmuseums heute als Veranstaltungsort, und Sie haben schon gesagt, wir haben auch gemeinsame Produkte hier. Wir haben aber noch auch mit einem Superlativ eine der größten Einrichtungen ihrer Art, nämlich die Technische Hochschule Nürnberg, mit an Bord. Heute stellvertretend Professor Dr. Corbinian Riedhammer, der für die Software mit seinen Mitarbeiterinnen und mit seinen Studierenden sorgt, während wir die Musikhochschule für die Musikerinnen und Musiker und das Zusammenführen des Spirios. Da möchte ich auch noch ganz besonders Herrn Wiesengrund begrüßen, von dem wir den Spirio bekommen haben. Piano Haid ist heute hier vertreten. Herzlich willkommen auch Ihnen. Sie sehen also, ich werde gar nicht fertig mit dem Aufzählen der Kooperationspartner an diesem Projekt. Und ich denke, dass das tatsächlich auch unser Motto sein sollte für die kommenden Jahre. Wir können uns nicht um alles kümmern, aber wir können uns darum kümmern, dass wir Freunde finden, die sich mit uns gemeinsam um alles kümmern. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei diesem
Abend und ich kündige jetzt schon den ersten künstlerischen Beitrag an. Valentina Oeferle am Baritonsaxophon und Franziska Braun, die die Software entwickelt hat, die nun im Spirio eingespeist ist. Das ist nämlich auch etwas Besonderes. Spirio funktioniert nicht nur auf eine Art, sondern je nachdem, wie man ihn programmiert. Das ist der Vorteil der Digitalität. So wie wir früher beim Maschineschreiben dann löschen mussten, haben wir heute nicht nur im Computer, sondern auch in den Instrumenten die Möglichkeit, sie für unsere Bedürfnisse zu adaptieren. Und ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen. Herzlichen Dank. Was erwartet Sie und uns also heute Abend? 3 KI-Prototypen. Einblicke in ein laufendes Forschungsprojekt. Work in Progress, Forschung live. Ein Wechselspiel von, wie gerade eben gehört, musikalischen Beiträgen und Einblicke in den aktuellen Forschungsstand, gegeben von Professor Dr. Martin Ulrich, Professor Dr. Corbinian Riedhammer und Dr. Sebastian Trump. Wir werden viel von interdisziplinärer Forschung hören, durch Raum- und Zeitreisen, von Mönchen und Musikgeschichte hören, vom Instrumentenbau bis zur Softwareentwicklung und künstlicher Intelligenz.
Dabei streifen wir ganz grundlegende Fragen nach Kreativität, loten Grenzen von menschlicher und nichtmenschlicher Kreativität und einer möglichen Co-Kreativität aus. Wir bekommen nicht nur, und das ist wirklich ganz wörtlich zu nehmen, einmalige Musik zu hören, das hat Improvisation so an sich und dann auch noch von einer KI, sondern wir erhalten auch noch einen Crashkurs zu maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz und das Ganze in weniger als 60 Minuten. Sie dürfen gespannt sein, was ein Handschuh mit kreativer musikalischer Ausdrucksweise zu tun hat. Und wie Sie ganz unschwer am Aufbau hinter mir erkennen können, ist es eigentlich nicht nur eine Spirio, sondern sogar eine Drum-Session, denn auch die Drums werden heute von KI gesteuert. Am Bariton-Saxophon gehört und auch noch zu hören heute Valentina Oefele, am Altsaxophon Dr. Sebastian Trump, am Keyboard Felix Gottwald und am Spirio und den Drums die programmierten KIs von Franziska Braun, Dr. Sebastian Trump und Ilja Baumann. Bevor es jetzt nun endlich losgeht, möchte ich Sie allerdings noch ganz kurz auf unseren Live-Chat aufmerksam machen, in dem Sie Fragen und vor allem viel Applaus stellen können. Denn im Anschluss wird es eine kleine Q&A, eine Frage-Antwort-Runde geben, in der die Projektbeteiligten sehr gerne detailliert Auskunft zum Projekt geben. Für das Live-Publikum gilt, Sie haben solche Karten ausgeteilt bekommen, wo Sie auch schon während der Session gerne Ihre Fragen, Anregungen aufschreiben können. Der Kollege, der jetzt mal kurz aufsteht, wird Sie dann bei Bedarf auf Handzeichen einsammeln, dass wir Sie dann auch live in die Q&A am Ende einspielen können. Uns wünsche ich allen einstweilen einen interessanten und inspirierenden Abend. Guten Abend, ich begrüße Sie alle sehr herzlich und freue mich sehr, Ihnen gemeinsam mit meinen Kollegen Corbinian Riethammer und Sebastian Trump im Rahmen des HIA Festivals unser laufendes Forschungsprojekt Spirio Sessions in dieser Performance Lecture hier und heute präsentieren zu dürfen. Auch von mir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an das Deutsche Museum Nürnberg, dass wir hier in diesem wunderbaren Forum, in diesem wunderbaren Museum zu Gast sein dürfen. Gerade haben wir Felix Gottwald gehört im Zusammenspiel mit dem gleichen Software-Prototypen von Franziska Braun, mit dem am Anfang auch Valentina Oefele interagiert hat. Wir drei Projektleiter haben uns unsere heutigen Redebeiträge ein bisschen aufgeteilt und ich werde Ihnen jetzt gleich etwas zum kulturwissenschaftlichen Kontext sagen, in dem sich die Spirio Sessions als Projekt situieren. Und ich möchte Ihnen dabei auch einige Hinweise zur Vorgeschichte künstlicher Kreativität in der Musik geben. Nach den nächsten Musikbeiträgen wird dann Corbinian Riethammer die informatischen Grundlagen der im Projekt entwickelten KI-Prototypen näher erläutern
Und nach einem weiteren musikalischen Beitrag spricht dann Sebastian Trump über das Konzept musikalischer Cyborgs in der performativen Mensch-Maschine-Interaktion. Ich selbst verorte die Spirio-Sessions ästhetisch im Kontext der sogenannten posthumanistischen Philosophie. Wir leben im Zeitalter von Klimawandel, Artensterben, im Zeitalter von Tieren zu Menschen überspringenden Pandemien, aber auch im Zeitalter einer rasanten Entwicklung von Robotik und künstlicher Intelligenz. Der Posthumanismus geht angesichts dieser globalen Herausforderungen davon aus, dass es nicht mehr ausreicht, wie bisher allein und ausschließlich die Bedürfnisse und die Perspektiven von uns Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Dieser Anthropozentrismus soll vielmehr durch einen Bewusstseinswandel abgelöst werden, ein Bewusstsein dafür, dass wir in mehr als menschlichen Lebenswelten existieren. Und statt hergebrachte Dualismen wie Mensch versus Maschine, Natur versus Kultur oder menschlich versus nichtmenschlich ästhetisch immer wieder zu bestätigen, geht unser Ansatz hier im Projekt von einer vielfältigen Vernetzung von menschlichen und nichtmenschlichen Akteurinnen und Akteuren aus. Wenn man also Musik eben nicht anthropozentrisch als eine exklusive Domäne menschlicher Handlungsmacht betrachtet, dann besteht die Möglichkeit, dass auch nichtmenschliche Wesen, beispielsweise Tiere in der Interspecies Music oder eben auch künstliche Intelligenzen, in die musikalische Interaktion einbezogen werden. Uns geht es also gerade nicht darum, menschliche Kreativität einfach nachzubauen. Frau Greta hat eben schon den medienwirksam inszenierten Versuch erwähnt, Beethovens 10. Sinfonie durch eine KI zu Ende komponieren zu lassen. Ein aufsehenerregendes, aber musikalisch aus meiner Sicht ein bisschen zweifelhaftes Projekt. Wir wollen nicht menschliche Kreativität ersetzen, sondern stattdessen Menschen mit KI in eine von Spontanität und Improvisationsfreiheit geprägte Interaktion bringen. Dabei stehen Elemente unseres Vorhabens sicher ein Stück weit in musik- und mediengeschichtlichen Traditionslinien. Die Idee eines algorithmischen Komponierens ist schon etliche Jahrhunderte alt. Sie findet sich beispielsweise bei dem jesuitischen Universalgelehrten Athanasius Kircher im Jahr 1650, ebenso wie bei Johann Philipp Kirnberger, einem Schüler Johann Sebastian Bachs. Kirnberger veröffentlichte 1767 die Kompositionsgebrauchsanleitung Der allzeit fertige Polonesen- und Menuettenkomponist. Dabei werden durch Zufallsoperationen, zum Beispiel durch Würfeln, kurze musikalische Bausteine in immer neuen Permutationen zusammengesetzt. Die Idee, mittels solcher musikalischer Grundbausteine und Zufallsoperationen musikalische Kreativität quasi mechanisch zu erzeugen, taucht also in der europäischen Kunstmusik schon lange vor Beginn des Computerzeitalters auf. Und sie gewinnt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit dem Aufkommen der elektronischen und der seriellen Musik neue Aktualität. Aber bei diesen Richtungen hat es sich häufig um Kompositionsvorgänge gehandelt, die mittels der klassischen Dichotomie Komposition, Interpretation gerahmt wurden. Oder es waren elektronische Studioproduktionen, die einen hohen Aufwand an Vorproduktion benötigen und auf diese Art wieder eine spontane Zusammenwirkung in der performativen Situation eingeschränkt haben. Erst mit den aktuellen Entwicklungsschüben der künstlichen Intelligenz ergeben sich für solche spontanen Interaktionen neue Freiheitsgrade, die bisher vor allem für Interaktionen mit Live-Elektronik genutzt werden. Und das ist jetzt das Besondere unseres Ansatzes bei den Spirio-Sessions. Wir stellen keine elektronische Klangerzeugung, sondern den Konzertflügel mit all seiner kulturgeschichtlichen, ich will fast sagen, Überfrachtung in den Mittelpunkt. Und damit ist die zweite musikgeschichtliche Traditionslinie angedeutet, die sich von unserem Ansatz in die Vergangenheit projizieren lässt, die des selbstspielenden Klaviers, des Pianolas oder Player-Pianos. Diese Technologie, die in den 1890er Jahren zur Marktreife gelangt ist und erst mit der Weltwirtschaftskrise von 1929 zum Erliegen kam, war Anfang des 20. Jahrhunderts ein ganz wesentliches Reproduktionsmedium für Musik. Die mit Walzen oder Lochstreifen betriebenen selbstspielenden Klaviere verloren erst in dem Maß an Bedeutung, in dem sich Übertragungs- und Aufzeichnungstechnologien wie Rundfunk und Schallplatte durchzusetzen begannen. Und dass es auch in dieser ersten Blütezeit des Player-Pianos
schon hybride Aufführungssituationen mit Pianola und menschlichen Live-Musizierenden gegeben hat, zeigt diese Darstellung eines Konzerts mit Pianola und Sinfonieorchester, bei dem unter der Leitung des berühmten Dirigenten Arthur Nikisch Edvard Griegs Klavierkonzert A-Moll öffentlich aufgeführt wurde. Allerdings erlaubte damals die mechanische Digitalität des Lochstreifenklaviers keine wechselseitige Anpassung der musikalischen Interaktion. Bis auf ganz allgemeine Tempoadjustierungen waren Rhythmus und Agogik der einmal fixierten Klavierinterpretation einfach gegeben und im musikalischen Zusammenspiel hatten sich dann die menschlichen Sängerinnen und Instrumentalistinnen anzupassen. Ich finde es instrumentenbaugeschichtlich sehr bemerkenswert, dass dieses ja zunächst unflexible Konzept mit dem Aufkommen digital-analoger Hybridflügel wie dem Yamaha Diskklavier oder dem Steinway Spirio R fröhliche Urstände zu feiern scheint, denn nach der Intention der Hersteller reproduzieren diese Instrumente ja auch zunächst mal festgelegte musikalische Abläufe in sehr hoher Differenzierung und hoher Wiedergabetreue, die die Möglichkeiten der 100 Jahre alten Pianolas bei Weitem übertrifft, aber eben nach wie vor ohne dass herstellerseitig eine flexible und spontane Interaktion geplant wäre. Und hier setzt unser Projekt an. Wir nutzen nicht die mitgelieferte Reproduktionssoftware des Spirioflügels, der ja Namensgeber unserer zunächst stark explorativen Sessions war, sondern wir verbinden den Flügel mit diversen Prototypen von KI-Software. Corbinian Riethammer wird nachher mehr zu den technischen Grundlagen dieser KI-Software sagen und ich möchte jetzt nur auf drei Grundansätze unseres Vorgehens hinweisen. Erstens, die Software hört zu, indem sie, je nach Prototyp, Tonhöhenverläufe oder rhythmische Schwerpunkte detektiert und auf diese reagiert. Zweitens, für die menschlichen Musizierenden macht es einen großen Unterschied, dass die von den KI-Software-Modulen gesteuerten Klangereignisse nicht aus Lautsprechern erklicken, sondern vom mechanischen Flügel als verkörperlichten, physisch präsenten Objekt produziert werden. Sebastian Trumpf wird nachher mehr dazu sagen, wie sich solche Konstellationen einem musikalischen Cyborg-Begriff annähern können. Ich kann Ihnen jetzt schon eine Premiere innerhalb unseres Projekts ankündigen. Zum ersten Mal live wird beim Zusammenspiel von Felix Gottwald mit dem Spirioflügel nachher mit dem Prototypen von Ilja Baumann auch ein physisches Drumset robotisch gespielt werden. Und drittens, auf einer Metaebene führt das Projekt nicht nur Menschen mit der KI und den mechanischen Musikinstrumenten zusammen, sondern schafft auch neue Kollaborationsebenen von Informatikern und Informatikerinnen, Musikerinnen und Musikern. Die vertrauten Rollenmuster an den Hochschulen verschwimmen, wenn sich Informatikstudierende mit Musiktheorie und musikalischer Aufführungspraxis auseinandersetzen, um die Softwareentwicklung voranzutreiben und Musikstudierende sich in technische und informatische Grundvoraussetzungen hineindenken, um ihre im Zusammenspiel mit KI und Hybridflügel stattfindende künstlerische Forschung zu systematisieren. Insofern stellt das Projekt ein interessantes Beispiel für interdisziplinäre Zusammenarbeit dar und der Flügel und die KI sind sozusagen die Mediatoren des Wegs aus der jeweiligen fachlichen Komfortzone. Mir erscheint es als folgerichtig, dass inzwischen sogar eine anthropologische Masterarbeit an der Uni Heidelberg mit teilnehmender Beobachtung unser Projekt begleitet hat, sodass wir Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen im Projekt uns nicht nur als forschende Subjekte erleben, sondern auch selbst zu Beforschten geworden sind. In seinem Bemühen um die Kontaktnahme von menschlicher und mehr als menschlicher Kreativität und um die Grenzüberschreitung zwischen natürlicher und künstlicher Kreativität könnte man unser fortlaufendes Projekt auch als Beispiel für das verstehen, was Rosi Braidotti als Media, Nature, Cultures bezeichnet. In diesem philosophischen Konzept werden Grenzen zwischen Medialität, Kultur und Natur hinterfragt und das Verhältnis dieser lange Zeit als kategorial streng getrennt verstandene Domänen wird neu ausgelotet. Jetzt hören wir meinen Kollegen Sebastian Trumpf als Saxophonisten im Zusammenspiel mit einer früh in unserem Projektverlauf entstandenen Softwareprototypen, den Corbinian Riethammer danach technisch noch etwas näher erläutern wird. Ich wünsche Ihnen weiter viel Spaß beim Zuhören und danke sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus
Ja, Museum heißt ja immer Bildung für alles. Jetzt haben wir musikalisch was gemacht. Jetzt möchte ich ein bisschen was Technisches erzählen oder mathematische Grundlagen vielleicht ein bisschen erzählen. Machine Learning ist ein Begriff, der sich mittlerweile in der Tagespresse nahezu jedes Mal mitlesen lässt. Fast immer, wenn Sie KI hören, ist eigentlich maschinelles Lernen gemeint. Ja, also es gibt sozusagen, der Begriff Künstliche Intelligenz ist sehr, sehr weit und schwammig gefasst. Und wo wir heute sprechen wollen, das sind die zwei wirklich elementaren Dinge, die wir hier verwenden in dem Projekt. Und zwar zum einen geht es also um Lernen. Wie können wir lernen, was die Person, die ins Mikrofon spielt, ja, was spielt die, wie spielt die, wie viel spielt die, wie reagiert die vielleicht, was können wir lernen? Das ist der eine Teil auf der einen Seite. Und dann der zweite Teil ist, wie können wir dazu was ziehen? Ja, also ziehen, wie wenn man sich das vorstellt beim Lotto. Ja, da gibt es eine große Urne mit den Bällen drin und dann ziehen sie entsprechend 6 aus 49. Und so ein bisschen ist es bei der Musik, die wir hier machen, auch. Ja, also wir lernen erst ein bisschen, wer spielt, wie spielt er. Und dann versuchen wir zufällig aus dieser Urne sozusagen was rauszuziehen. Ja, das ist dieser erste große Ansatz, den wir da verfolgt haben in dem Projekt. Also statistische Modelle, die wir zur Laufzeit also schätzen, immer wieder neu schätzen, kontinuierlich schätzen und dann ziehen wir zufällig daraus. Ja, man sieht es auch so ein bisschen, der Flügel spielt manchmal noch weiter, obwohl der Musiker vielleicht jetzt noch nicht neue Töne gespielt hat. Ja, also wir ziehen immer so stoßweise, ne? Wir ziehen Töne entsprechend raus. Ja, das sind die erste Kategorie von den Systemen, über die ich sprechen möchte. Und dann möchte ich noch über eine zweite Kategorie Systeme sprechen, die wir eben jetzt verstärkt anschauen, wo es also um neuronale Netzwerke geht, die etwas direkter lernen sollen, was gespielt wird und entsprechend direkter was generieren, das mehr dazu passt sozusagen. Ja? Also dazu kann man vielleicht sagen, wenn wir vorher bei statistisch einfach nur erstmal gelernt haben und gezogen haben, heißt es noch nicht, dass es irgendwie auch dazu passen soll oder dass es irgendeine Vorschrift gibt, ob das vielleicht irgendwie dazu passen kann. Während ging in dem Neuronalen geht es schon ein bisschen mehr in die Richtung, solchen Ton zu generieren, der dann auch dazu passt. Ja, also nicht nur zufällig an der Stelle. Ja, wir haben ja schon ein paar Systeme gehört und ich möchte vielleicht was zu dem ersten System sagen, dem ersten Prototypen, das wir auch schon ein bisschen gehört haben. Da geht es im Prinzip um statistische Modelle, die nennen sich Markov-Ketten. Ja, also Herr Markov hat das mal festgestellt, dass es also Zufallsprozesse gibt, die hintereinander stattfinden. Und im Wesentlichen sozusagen ist es die Frage, welcher Übergang oder welche Tonfolge beim Zuhören, wie häufig ist sie. Ne? Ich habe hier so ein kleines Beispiel mit Notenschrift rechts oben, wenn Sie das sehen können. Ne? Da, 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 da. Was ist die nächste Note, die kommt? Die meisten von Ihnen können das wahrscheinlich perfekt ergänzen. Und das heißt, Sie haben eine hervorragende Markov-Kette in Ihrem Kopf drin, die Ihnen also Happy Birthday entsprechend gelernt hat. Und so ähnlich können Sie sich das vorstellen. Wir lernen einfach, welche Tonfolgen spielt jemand. Was ist häufig? Man kennt vielleicht auch den Begriff Jazz-Standard. Ne? Also es gibt auch gewisse Stücke, die sozusagen unter Musikern bekannt sind. Ne? Es gibt gewisse Phrasen, die sicher auch bekannt sind, getauscht werden, geteilt werden. Sowas kann man einfach modellieren. Das ist hier ein bisschen dargestellt, eine Markov-Kette erster Ordnung. Also ich schaue immer nur, welcher Ton folgt dem nächsten. Ne? Und für Happy Birthday ist es also so, wenn Sie auf dem Ton C stehen, das also der erste Ton im Lied ist an der Stelle in der Tonart, dann gibt es eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass danach wieder ein C kommt, ja, oder aber ein D, ne? Also Happy Birthday, ne, geht es einmal nach oben, oder Sie gehen hier quasi eins weiter und dann gehen Sie entsprechend zum F. Ne? Und das ist so die Drittelwahrscheinlichkeit. Und das haben Sie einfach beobachtet, indem Sie Happy Birthday einmal durchgemacht haben und einfach ausgezählt haben. Ne? Welche Ton folgt hier auf welchen? Solche Markov-Ketten könnte man auch höherer Ordnung definieren, um also nicht nur quasi einen vorhergehenden Ton zu nehmen, sondern man könnte mehrere Töne sich merken und auf die Art und Weise ein detaillierteres, ein feiner aufgelöstes Modell bauen zu können. Ja, diese Parameter, die werden also eben kontinuierlich geschätzt. Das heißt, während der Spieler spielt, aktualisieren wir diese Statistiken laufend, ne, damit wir dann entsprechend
ziehen können und dann benutzen wir einen Zufallsgenerator, wenn wir aus diesem Modell ziehen. Und das wollen wir uns mal kurz anhören, wie das klingt. Wir haben also gesehen, das hat relativ stark nachgespielt, ja, was am Anfang gekommen ist, weil auch die Phrase natürlich am Anfang sehr einfach extra gewählt worden ist, um das zu demonstrieren. Na, also wenn ich weiß, wie dieses Modell funktioniert, kann ich es provozieren und darauf anlegen, dass mir das Ding einfach nachspielt. Na? Das war so ein erster Prototyp. Wenn man in die statistische Modellierung reinschaut, kann man einen Schritt weitergehen und kann sogenannte Hidden Markov-Modelle sich überlegen, wie das geht. Und da ist die Besonderheit jetzt, wo vorher sozusagen eine Note, die ich gehört oder gespielt habe, ein Zustand war, sage ich jetzt, diesen Zustand kenne ich nicht. Also ich höre irgendwie Happy Birthday, ja? Aber warum jetzt sozusagen dann der eine Ton auf den anderen gefolgt hat, das weiß ich eigentlich nicht. Ne? Also so ein bisschen wie, ich höre Happy Birthday, aber was im Kopf vom Musiker vorgegangen ist, das weiß ich irgendwie nicht. Ja, und das ist eine statistische Herangehensweise, an der man das also sagt, okay, es gibt also gewisse Teile in diesem Zufallsprozess, die weiß ich nicht. Ne, die muss ich als statistisch variieren oder statistisch modellieren. Und da kann man eben sagen, okay, ich weiß zum Beispiel nicht die Tonhöhe, ja, oder ich weiß nicht die Tonlänge. Ne, das sind zwei so grobe Varianten, die wir gemacht haben. Also ich kann sagen, entweder der Zustand ist die Höhe und die Beobachtungen, also das, was ich höre, sind die Tonlängen. Ich kann es auch genauso gut umgekehrt machen. Und dann gibt es entsprechend auch wiederum Lernverfahren, wie ich diese statistischen Parameter entsprechend schätzen kann. Und so ein Modell ist ein bisschen ausdrucksstärker. Ja, man sieht das allein schon, dass es so eine Art hierarchische Beziehung hat. Ne? Ob Sie also einen Ton hören, ist unterschiedlich wahrscheinlich, in welchen von diesen Zuständen Sie sich bewegen. Und Sie sehen schon, so ein Zustand ist jetzt nicht mehr so eindeutig erklärbar irgendwie. Ja? Also man kann das schon versuchen zu sagen, okay, wenn wir Tonhöhen machen, na, dann machen wir 12 Töne, ja, weil so viele gibt es irgendwie. Aber es ist nicht garantiert, dass das dann übereinstimmt oder so. Ja, es ist tatsächlich rein statistisch. Ansonsten ist es wieder gleich, wenn das Modell kontinuierlich angepasst wird, können wir wieder ziehen. Und wie das klingt, hören wir uns auch an. War schon deutlich mehr dabei und viel weniger quasi nur Copycat. Ja, und das ist also auch der Punkt, dass wir im Sampling quasi jetzt eben hier auch so einen zweistufigen Zufallsprozess an der Stelle haben. Das heißt, es gibt uns mehr Ausdruckskraft an der Stelle. Ja, und dann haben wir die statistische Welt so ein bisschen verlassen und sind mehr reingegangen in die Welt der neuronalen Netze. Und ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, da könnte ich viele Stunden jetzt darüber sprechen, wie das im Detail funktioniert, aber ich möchte vielleicht herausstellen, das, was wir also verwenden, ist ein sogenannter Music Variational Autoencoder. Haben jetzt nicht wir uns ausgedacht, haben sich andere Leute schon mal ausgedacht, wir haben das zum Einsatz gebracht und entsprechend angepasst für unsere Zwecke. Das Spannende dabei ist, hier lernt also jetzt ein neuronales Netzwerk, wie denn jemand spielt. Und wenn Sie vielleicht schon die Presse so ein bisschen lesen, heißt maschinelles Lernen auch immer viele Daten. Ja? Jetzt logisch, wenn jetzt einer da sitzt und spielt, spielt er ja nur 5 oder 6 Töne so hintereinander im Anschlag oder so. Das sind natürlich nicht genug Daten, um sowas zu lernen. Das heißt, solche Netze müssen wir vorher anlernen. Ja, wir haben da in dem Fall jetzt in dieser Rahmen, das war eine Masterarbeit, haben wir quasi genommen Daten aus verschiedenen Jazzrichtungen zum Beispiel. Ja, also verschiedene Musikstilen und haben also Modelle gelernt, die dann gelernt haben, wie funktioniert diese Art Jazz? Wie läuft die so im Schnitt? Ja? Und dann kann man versuchen, eben gegeben diesem Input, ja, wenn einer jetzt also was spielt und sagt, okay, ich bin jetzt hier im Free Jazz, dann sample ich dazu, aber so, dass es dazu passt. Das klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt, ich will das vielleicht grafisch darstellen. Wenn also ganz oben die Noten sind, die jemand spielt,
Na? Versucht also das System zunächst mal erstmal nur zu lernen, wie spielt der? Na? Und macht so eine Art Interim-Zustand, so einen verdeckten Zustand, der ist hier als Latent Code ausgedrückt, dieser Zustand Z. Und versucht dann wiederum aus diesem Zustand zu dekodieren. Ja, und sich zu überlegen, naja, wenn ich so einen Zustand sehe, wenn ich in mein ganz großes Repertoire an Jazz sozusagen reinschaue, was haben dann andere Leute gespielt? Und so synthetisiere ich dann quasi kleine Fragmentchen, die dann dazu passen könnten. Ja, und Sie sehen schon, da brauche ich ganz, ganz, ganz viele Beispiele. Ja, viele, viele Stunden an Jazzmusik sind da reingeflossen, um das Modell anzulernen, das dann entsprechend funktioniert. Aber dann können wir auch, wenn wir für diese Musikstücke die einzelnen Spieler haben, ja, können wir eben ein Drumset machen und ein Klavierset machen. Und das ist genau der Grund, warum wir das jetzt hier heute entsprechend nochmal sehen, auch mit diesen Codes hier. Man kann das am Bildschirm hinten ein bisschen auch sehen. Das Orange ist das Drumset und das Dunkelblaue, oder dieses Magenta-Blaue, ich weiß nicht, ob die Farbe heißt, Türkis, das ist also, was der Pianist spielt. Und auf der rechten Seite kommt das, was das Klavier entsprechend spielt. Und wie gesagt, hier die Besonderheit, es hat eine ganze Menge im Gepäck quasi, dieses Modell. Also es hat eine Menge über Jazz gelernt und versucht jetzt sozusagen mit dem Gelernten, was es über Jazz weiß, und dem Gehörten, was es gerade aktuell hört, kleine Snippets zu generieren, die dann idealerweise gut dazu passen würde. Das hören wir uns jetzt ein bisschen länger an und ich darf deswegen überleiten auf den nächsten Beitrag. An der Stelle schon mal vielen Dank. Ja, wie wir hier schon gehört haben, ist einer der zentralen Ausgangspunkte in unserem Projekt ja die gemeinsame musikalische Improvisation zwischen Menschen und Maschinen. Und daraus ergibt sich eigentlich unweigerlich die Frage, wie lässt sich denn so eine menschlich-maschinelle Co-Kreativität
überhaupt fassen. Und dazu möchte ich in meinem Vortragsteil einige Impulse geben, die auch an die theoretische Denkrichtung in Martin Ulrichs Vortrag zu Beginn anknüpfen. Sie sehen hier im Bild die Musikerin Letizia Sonami, die Techniken des maschinellen Lernens seit einigen Jahren in ihrem Instrumentendesign und in ihren Performances intensiv nutzt, insbesondere in Zusammenarbeit mit der Softwareentwicklerin Rebecca Fiebring und ihrem Machine Learning Tool Wakinator. Man sieht sie hier mit ihrem selbstentwickelten Hardware-Controller mit ganz komplexer Sensorik, eben dieser Datenhandschuh, den sie den Ladies Glove nennt. Und Sonami berichtet in mehreren ihrer Vorträge und Publikationen über ihr Verhältnis als Performerin zu Computern bzw. der Technologie, die in ihren Arbeiten zwischen Sensoren und Klangerzeugung vermitteln. Und in einem älteren Beitrag schreibt sie dazu: Die Praxis eines gestengesteuerten Controllers begann mit dem Wunsch nach einem verkörperten Ausdruck von Kontrolle und Macht. Das ist auch logisch, wenn man einen Controller bauen will, will man erstmal Kontrolle haben. Und dieser Ansatz des Beherrschen-Wollens steckt ja auch in unserem gewöhnlichen Umgang mit traditionellen Musikinstrumenten. Aber durch die Verwendung von maschinellem Lernen hat sich ihr Verhältnis offenbar gewandelt und ist zu einem Austausch zwischen dem Instrument und mir, der Performerin, geworden. Ich zwinge ihm nicht meine Absichten auf, sondern lasse es die Komposition und die Aufführung beeinflussen. Die Unvorhersehbarkeit hängt davon ab, wie breit das maschinelle Lernen ist. Und mit breit meint sie in diesem Fall, wie unterschiedlich und wie offen die Daten angelegt sind, mit denen die Systeme trainiert wurden. Hier geht es also bei ihr oft gar nicht so sehr darum, ganz viele Daten zu trainieren, wie wir es jetzt gerade in den letzten Ausführungen von Corbinian Riedhammer gehört haben, sondern manchmal auch nur ganz bestimmte Datenpunkte zu setzen, um eben eine Offenheit zu lassen. Und dieses hier beschriebene Szenario weist auf den ersten Blick möglicherweise wenig Raum auf für die Entwicklung eigener künstlicher Kreativität. Aber bei genauerer Betrachtung zeigen sich dann doch einige interessante Elemente von Co-Kreativität. Es geht Sonami eben nicht mehr um das Reproduzieren vortrainierter Gesten, so genau wie möglich im Sinne von Kontrolle, sondern eher einen Möglichkeitsraum zu schaffen. Deswegen auch die Breite der Trainingsdaten und diesen dann zu explorieren im Sinne eher eines kreativen Dialogs, der vor allem nach dem Überraschenden und nach dem Unvorhersehbaren sucht. Nicht so sehr nach den vorher trainierten Klängen, sondern eher danach, Neues zu ermöglichen. Doch wie lässt sich dieses Unbekannte denn bewerten oder evaluieren? Bei der Entwicklung technischer Verfahren, besonders im maschinellen Lernen, geht es immer wieder darum festzustellen, ist jetzt der neue Algorithmus, den ich entwickelt habe, besser oder schlechter als der alte? Also eine Evaluation durchzuführen. In der Musik ist das nicht ganz so einfach, es lässt sich nicht so leicht berechnen. Und für die Evaluation von Systemen KI-gestützter Kreativität wird üblicherweise ein Verfahren eingesetzt, das an den berühmten Turing-Test erinnert. Der Computerpionier Alan Turing hat schon 1950 dieses Testszenario vorgeschlagen, er nannte das The Imitation Game, bei dem ein menschlicher Fragesteller oder eine menschliche Fragestellerin in einer Art virtuellen Chat-Konversation herausfinden soll, ob das Gegenüber ein Mensch ist oder eine Maschine. Und für kreative Anwendungen wird das üblicherweise so umgesetzt, dass eine menschliche Testgruppe computergenerierte Artefakte vorgestellt bekommt und erkennen soll, ob es computergeneriert oder menschlichen Ursprungs ist. Und für viele KI-gestützte Projekte zur Musikgenerierung erscheint dieser Ansatz eher ungeeignet. Denn bei genauerem Hinsehen beschreibt der Turing-Test ja eher ein interaktives Szenario. Die Beurteilung erfolgt nicht auf Basis fertiger Artefakte, sondern entlang einer Konversation, sodass in der Musik eine sinnvolle Anwendung eigentlich nur in gemeinsamer Improvisation möglich ist, so wie wir es hier in den Spirit-Sessions praktizieren. Andererseits kommt aber noch ein weiterer Aspekt hinzu. Wir suchen ja gerade nach der erkennbar maschinellen Kreativität, nicht nur nach der Simulation
menschlicher Kreativität, worauf die Fragestellung des Turing-Tests abzielt. Einige Autorinnen und Autoren sehen in dieser Unterscheidung statt gleichwertiger Behandlung eine große Hürde für die Einbindung von KI-Systemen in die künstlerische Praxis. Statt nach einer binären Trennung zu fragen, scheint es also viel naheliegender und auch zukunftsweisender, den übergreifenden und kollaborativen Charakter solcher Prozesse stärker in den Blick zu nehmen. Der kreative Prozess passiert also gemeinsam, verschmilzt sozusagen menschliche und maschinelle Kreativität. Und so habe ich für all diese vielfältigen Szenarien den Begriff der musikalischen Cyborgs vorgeschlagen. Und Cyborg meint hier nicht nur den in der Science Fiction üblicherweise oder das in der Science Fiction üblicherweise adressierte Konzept von biologischen Körpern mit kybernetischen Implantaten oder Erweiterungen, sondern geht darüber hinaus und nimmt Bezug zu der posthumanistischen Wissenschaftlerin Donna Haraway und ihrem berühmten Cyborg-Manifest. Ihre Cyborg-Figur betont gerade die Durchlässigkeit vermeintlicher Grenzen, wie zwischen Menschen und Tieren, zwischen dem biologischen und kybernetischen Welten und zwischen dem physikalischen und nicht-physikalischen. Und für den musikalisch-künstlerischen Kontext heißt das dann auch, dass wir autonome ästhetische Entscheidungen, die vom Maschinellen in den musikalischen Cyborgs getroffen werden sollten, dass wir die auch zulassen und vielleicht sogar in ihrer Fremdartigkeit auch wertschätzen sollten. Und dass für die kreative Interaktion es geeigneter Schnittstellen bedarf. Nicht nur, so wie wir es hier praktizieren, das Zuhören über ein Mikrofon, sondern künftig vielleicht auch noch mit ganz andersartiger, vielfältiger Sensorik, die einen noch viel umfassenderen menschlich-maschinellen Kontaktraum schaffen. Auf den Abbildungen hier sind einige Ansätze dazu zu sehen. Und ganz im Sinne des musikalischen Cyborg-Konzepts werden Sie nun zum Abschluss dieser Performance-Lecture eine übergreifende Improvisation hören, an der nicht nur wir drei menschliche Musikerinnen und Musiker beteiligt sind, sondern auch alle drei bereits einzeln vorgestellten Software-Prototypen. Unsere Science-Fiction-Suite besteht aus den drei Sätzen First Encounter, Lost in Transition und Hyperdrums, die jeweils einen der drei Software-Prototypen featuren. Viel Vergnügen. Thank you.
Vielen Dank für diesen wirklich spannenden Einblick in ein unfassbar interessantes Forschungsprojekt. Ich muss sagen, ich war letzte Woche hier oben im Jazzstudio und ich sage mal, ihr seid ganz nah dran. Es fehlt nicht mehr viel. Und es ist auch ein ganz großes Interesse. Wir haben viele Fragen bekommen aus dem Chat, aber ganz kreativ, auch bei mir schon über WhatsApp. Also es sind pfiffig, alle Kanäle wurden genutzt, um euch jetzt die Fragen zu stellen. Ich hoffe, ihr habt noch Puste, ihr seid bereit. Es gibt ein paar ganz interessante Fragen, die einfach erstmal, wir steigen mal ganz soft ein, den Flügel betreffen. Was kostet so ein Stück? Wisst ihr das? Also es gab auch eine Antwort im Chat. Wir können mal gucken im Abgleich, ob es ähnliche Angaben sind. Wir bieten jetzt mal. Oder dürft ihr es nicht verraten? Wie viel der kostet? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß den aktuellen Listenpreis gar nicht. Es ist jemand im Saal, der das jetzt genau sagen könnte. Ah ja, ich kann einer die Frage aus dem Chat beantworten. Könnte die Zahl 175.950 Euro richtig sein? Es kommt auf die Größe des Flügels an, lautet die diplomatische Antwort. Den gibt es in mehreren Ausführungen. Welche haben wir? SXM, was haben wir hier gerade? Das hier ist ein B-Flügel, also nicht der ganz große Konzertflügel, der in den großen Konzertsälen steht, sondern einer für die kleineren Säle, für die Räume mittlerer Größe. Und ich gucke mal ins Publikum, Daumen hoch, stimmt das ungefähr? Ja. Gibt es also auch eine Nummer kleiner für den Hausgebrauch? Gibt eine Nummer kleiner und es gibt eine Nummer größer fürs große Haus. Okay, ich wäre noch die Nummer kleiner und hätte da auch eine ganz interessante Frage. Gar nicht mal direkt nach dem, aber die Frage war, wenn ich sie ganz schnell finde, ob man das Ganze auch in einen alten Flügel einbauen könnte, so eine KI, oder geschieht das bei der Herstellung? Oder die Mechanik dafür höchstwahrscheinlich auch? Also vielleicht müssen da sogar mehrere von uns darauf antworten. Ich sage zunächst mal was zur Mechanik und dann vielleicht noch einer von euch zur KI. Prinzipiell ist es denkbar, einen Flügel zu hybridisieren, ja, und zusätzlich so eine Mechanik einzubauen. Aber ich muss ganz klar sagen, das ist hier nicht irgendeine Mechanik. Ich hatte ja so ein bisschen von den alten Lochstreifenklavieren vor 100 und mehr Jahren erzählt. Da kam es nicht so sehr darauf an, wie die Mechanik im Einzelnen war, weil es eben nicht so viele Nuancen und Abstufungen gegeben hat. Und in der Hinsicht ist dieses neue Instrument unglaublich differenziert und arbeitet mit einer sehr, sehr exakten Feinmotorik und sehr, sehr exakten Sensorik. Und ich bin nun kein Instrumentenbauer, sondern einfach User, wie man neudeutsch sagt, Pianist von Hause aus. Aber ich würde behaupten, dass sich das nicht ohne weiteres nachrüsten lässt, sondern verbaut wird. Aber damit habe ich jetzt noch nichts über die KI gesagt. Vielleicht will da lieber Bastus oder Corbinian noch was ergänzend sagen. Ja, dazu müssen wir vielleicht noch mal ganz klar machen, dass wir diesen Flügel sozusagen hacken und ihn erweitern um unsere KI-Module. Der ist zunächst mal ja auch als reines Reproduktionsinstrument konzipiert und so wird er auch ausgeliefert mit, ich glaube, einer iPad-App, wo man dann die Einspielungen berühmter Pianistinnen und Pianisten sich anhören kann, also auf dem eigenen Instrument gespielt dann. Und wir nutzen die digitale Schnittstelle dieses Instruments, um unseren Laptop dran zu schließen und dann eben die verschiedenen KI-Prototypen, dieses Roboterinstrument, wenn man es so nennen möchte, spielen zu lassen. Also doch nicht so ganz einfach für den Hausbegriff. So viel Hoffnung habe ich also nicht für mich daheim. Aber wir haben, und da bleiben wir noch ein bisschen bei dem Thema des Instrumentes erstmal an sich. Es gab ganz aufmerksame oder gibt ganz aufmerksame Zuschauerinnen und Zuschauer. Einer Person ist aufgefallen, dass die Pedale offensichtlich nicht angesteuert wurden oder doch. Und wenn nicht, gibt es aber trotzdem die Möglichkeit. Ja, das ist eine gute Beobachtung, die wahrscheinlich bei dem ersten KI-Prototypen gemacht worden ist. Denn zunächst haben sozusagen nur die virtuellen Finger der KI gespielt und uns fiel selber irgendwann auf, dass damit etwas nicht benutzt wird, was man gerne auch als die dritte Hand der Pianistinnen und Pianisten bezeichnet, nämlich vor allem das rechte der drei Pedale, die dieser Flügel hat. Das Pedal, was die Dämpfung aufhebt und dadurch nicht nur dafür sorgt, dass die Töne mehr verbunden werden, mehr ineinander schwimmen, sondern auch für einen insgesamt reicheren, obertonreicheren Klang.
Und deswegen haben wir das dann ergänzt. Und in manchen der Musikbeispiele, die wir gerade gehört haben, kam das rechte Pedal zum Einsatz. Und manche der Passagen, die wir gehört haben, waren aber auch wirklich ganz musikalisch gesprochen trocken, ohne Pedaleinsatz. Das ist aber tatsächlich was, was wir sozusagen in der Weiterführung der Prototypen ergänzt haben. Und was wir aber noch nicht benutzen, da hat die Zuschauerin völlig recht, sind das linke und das mittlere Pedal. Das ist den nächsten Entwicklungsstufen vorbehalten. Es muss immer noch ein bisschen Luft nach oben sein. Ich habe gleich noch eine Frage, vielleicht die letzte zu dem Gerät an sich, zu dem Spirioflügel. Wo ist der eigentlich sonst im Einsatz? Hat er überhaupt ein Einsatzgebiet? Es geht eine große Faszination aus von dem Musikinstrument. Also ich hatte ja dankenswerterweise Gelegenheit, immer wieder auch mit den mit dem entwickelnden Unternehmen zu sprechen und habe das so verstanden, dass eigentlich der Hersteller der Meinung war, das ist zunächst mal ein interessantes Nischenprodukt und jetzt feststellt, sehr, sehr viele Menschen kaufen diese Flügel und ich glaube, das hat damit zu tun, dass es tatsächlich sehr vielfältige Einsatzmöglichkeiten in unserer sich so digitalisierenden, virtualisierenden Welt hat. Tatsächlich interessieren sich zunehmend Musikhochschulen wie unsere Hochschule für Musik Nürnberg für den Flügel, weil er natürlich auch didaktisch-pädagogisch neue Möglichkeiten bietet gegenüber dem herkömmlichen Instrument. Ich fürchte, dass er auch in vielen Hotellobbys und Piano-Bars spielt. Das sehe ich eigentlich mit gemischten Gefühlen, ne? Weil das ist ja ein Ansatz, den wir hier gerade nicht fahren wollen, dass einfach menschliche Musikalität eins zu eins ersetzt wird. Und offensichtlich ist es aber so, dass Leute, die das nötige Kleingeld haben, sich den auch einfach ins Wohnzimmer stellen und, wie mein Kollege Bastus Trump schon angedeutet hat, dann eben sehr originalgetreue Aufnahmen sehr berühmter Pianistinnen und Pianisten live nachmusiziert bekommen. Okay. Ich verhafte Sie gleich mal weiter für eine aktuelle Frage, die gerade noch reinkam, damit ich dann vielleicht dann doch den Bogen dann rund machen kann. Warum und wie werden die Tasten eigentlich bewegt? Ist wahrscheinlich eine Frage zur Mechanik. Ja, die Tasten, ich kann mich da jetzt nur sehr laienhaft ausdrücken, die werden sozusagen innen bewegt. Ja? Also wir haben ja gesehen, dass nichts auf die Tasten einwirkt, wie wir das mit unseren 10 Fingern tun würden. Und es ist aber auch nicht so, dass sozusagen unten an dem Flügel jetzt ein großer Unterbau dranhängt, sondern das sind ganz kleine, also ich hoffe, das hört jetzt die Firma Steinway nicht, weil die werden sagen, was redet der denn für Unsinn, sind ganz kleine wie so Servomotoren, die eben diese Mechanik in Bewegung bringen und dadurch eben auch jede gewünschte Lautstärke und jede gewünschte klangliche Nuancierung erzeugen können. Also es ist quasi im Inneren dieses Flügels und ich kann mich auch deswegen nur so ungenau ausdrücken, weil ich es eben mit eigenen Augen noch gar nicht gesehen habe. Man müsste den Flügel teilweise zerlegen, um dieses hybride Innenleben genau nachvollziehen zu können. Das lassen wir, die Erfahrung lehrt, auseinanderbauen ist einfach, zusammenbauen dann umso schwieriger. So, damit vielleicht die Fragen zum äußeren Konstrukt, zum Instrument mal zum Abschluss bringend, wende ich mich mal den Musikerinnen und Musikern zu. Da gab es ein paar ganz interessante Fragen, viele zielen in die gleiche Richtung. Das eine ist, reagieren auch die Musikerinnen und Musiker auf die KI? Oder ist es ein Einsatz? Ist es wirklich ein Miteinander? Also ich würde sagen, oder wir reagieren natürlich auf das, was wir hören. Das kann alles Mögliche sein. Manchmal hört man einen bestimmten Rhythmus, den man übernehmen kann, oder eine kurze Melodiephrase, die man übernehmen kann oder variieren kann. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, auf das zu reagieren. Erkennt euch Musizierende die KI eigentlich? Gibt es einen personenbezogenen Lerneffekt auch? Das ist auch eine Frage, die mehrfach gestellt wurde. Heben wir es mal auf die subjektive Ebene, habt ihr das Gefühl, sie würde euch erkennen? Gerade bei dir, ich mache es dir noch ein bisschen leichter, du hast ja mit deiner eigenen Programmierung gespielt. Ist das für dich ein Unterschied, mit einer eigenen oder einer von jemand anders programmierten Software zu spielen? Man würde vielleicht denken, dass dann bei der selbstentwickelten Software eine genauere Erwartungshaltung dahinter steht, was passiert. Aber genau das ist eigentlich
eher nicht der Fall. Ich werde davon fast am allerhäufigsten überrascht. Auf die erste Frage nochmal eingehend, ob die verschiedenen Prototypen einen wiedererkennen. Das tun sie nicht automatisch, aber in einigen Fällen ist sozusagen eine Speichermöglichkeit integriert. Also ein bestimmter Stand, der während der gemeinsamen Performance erlernt wurde, kann abgespeichert werden und später wieder aufgerufen und auf diese Weise natürlich sagen, zu etwas zurückkommen, was man gemeinsam erarbeitet hat. Und insofern ist es dann ein vielleicht nicht ein automatisches Wiedererkennen, wobei sich das womöglich auch relativ einfach automatisieren ließe, aber eben schon eine Personalisierung, die auf jeden Fall möglich ist. Du hast das Wort Überraschung genutzt. Das ist ja auch nochmal in einer Frage vorgekommen. Die Frage lautet, ob denn die Art und Weise, wie eins der neuronalen Netze spielt, nachdem es trainiert wurde, euch musikalisch schon mal überrascht hat. Und zweimal gab es ja diesen Moment, glaube ich, heute, was auch bei uns durchaus zu Amüsement führte. Die Frage der Überraschung. Andauernd. Also dazu ist hier viel zu viel Unvorhersehbarkeit im Spiel. Vielleicht ist noch am klarsten für uns inzwischen, wo wir gewisse Erfahrungen gesammelt haben, beispielsweise in welchem Tempo das Schlagzeug so gerne spielt. Aber darüber hinaus kann sehr viel passieren. Vermenschlichst du gerade das Instrument oder die Programmierung? Also ich würde jetzt nicht von gerne, aber das ist offenbar eine gewählte Einstellung, die wo es immer wieder gerne drauf zurückkommt. In einem der Redebeiträge war ja zu hören, dass es vor allem Jazz oder jazzig ist. Und da gab es eine Frage, wer definiert denn eigentlich, was gut klingt, damit die Maschine besser wird? Das ist eine sehr gute Frage und auch eine, die vielleicht ganz gut anknüpft, auch an das, was ich in meinem Vortragsteil versucht habe anzudeuten, nämlich wie überhaupt so ein Bewertungsvorgang passieren kann. Und das ist eigentlich genau das, was wir versuchen nicht zu machen. Natürlich durch das Zuhören werden bestimmte Dinge gelernt, bestimmte Präferenzen erkannt und gleichzeitig finden wir es ja eben interessant, das Unerwartete auch anzunehmen. Und insofern ist es vielleicht gar nicht nur in unserem Sinne, sozusagen zu verbessern, sondern eben auch das Andersartige ein Stück weit anzunehmen. Und genau das erzeugt ja auch das Überraschungsmoment, von dem wir gerade gesprochen hatten in der Improvisation. Ja. Wie sehen denn die nächsten Schritte aus bei euch gerade im Forschungsprojekt? Okay, spreche ich mal weiter. Wir sind gerade so gut im Flow. Ja, genau. Es geht in ganz verschiedene Richtungen. Der Schritt, jetzt hier das Schlagzeug einzubinden, war, und das ist heute auch zum ersten Mal hier öffentlich zu zeigen, war sicherlich auch ein großer und interessanter, der so ähnlich wie dieser Schritt von Live-Elektronik zum selbstspielenden Klavier auch nochmal eine andere physische Präsenz der KI bedeutet. Und damit lässt sich sicherlich auch noch einiges experimentieren und in diese Richtung weiter erproben. Gleichzeitig und auch vielleicht mit dieser Frage nach dem Jazz, um die auch nochmal mit aufzugreifen, die meisten Prototypen, die wir gehört haben, sind erstmal stilistisch völlig ungeprägt. Nur das künstliche neuronale Netz, das wir zum Ende gehört haben, wo das Schlagzeug mitgespielt hat, das wurde eben trainiert mit verschiedenen Jazz-Standards. Die anderen Software-Prototypen sind eigentlich auf das angewiesen, was sie im Moment hören. Und das kann stilistisch in jede Richtung gehen. Und das ist tatsächlich auch etwas, was wir, dem wir weiter nachgehen wollen. Wir hatten Überlegungen, beispielsweise mit barocken Generalbass zu experimentieren. Also gar nicht in eine jazzige Richtung oder freie Improvisation, sondern im Gegenteil etwas in einem etwas strengeren Regelwerk, sage ich mal, wo vielleicht auch noch klarer ist, was in dem Kontext richtig oder falsch sein könnte. Und mit einem ähnlichen Ansatz, der regelbasiert ist, starten wir gerade auch ein anderes Projekt innerhalb von Spirio Sessions, wo es um die Umsetzung oder die Übersetzung von der Idee einer Grammatik in das Musikalische, da gibt es schon frühere Forschung dazu, aber das eben zu übertragen und auf diese Weise musikalische Strukturen zu erzeugen, also mit noch mehr vordefinierten Regeln. Unfassbar spannend und komplex, ich bin wirklich ganz hingerissen. Und bei der nächsten Frage, die ein kleines bisschen zurückgeht und wo du vielleicht für die Beantwortung ein bisschen Unterstützung brauchst von den beiden anderen Programmiererinnen, ist nämlich die Frage, was denn genau die Unterschiede von den drei Softwaretypen sind, die wir heute gehört haben.
Ich kann es ja mal probieren und nehme dann gerne Ergänzungen von allen Seiten an. Wenn Franziska und Ilja der Meinung sind, sie bräuchten noch, müssten was dazu ergänzen, dann gerne bitte vorkommen. Genau. Ein Stück weit habe ich es vielleicht gerade auch schon gesagt, eben, dass man schon unterscheiden muss, diese beiden ersten Prototypen, die eben eher auf statistischen Verfahren basieren und viel mehr auf dem, was im Moment gehört wurde, im Gegensatz zu diesem Variational Autoencoder Model, also dieser Deep Learning Ansatz mit dem Schlagzeug, der eben wesentlich mehr vortrainierte Daten hat und damit vielleicht auch stilistisch ein bisschen stärker in eine bestimmte Richtung geht. Aber daraus würde ich jetzt keine Hierarchie der verschiedenen Systeme ableiten, sondern die haben sozusagen alle ihren eigenen musikalischen Charakter auch dadurch, mit dem es jeweils interessant ist zu spielen. Ich denke, das ist auch in dieser Science-Fiction-Suite am Ende ganz gut rausgekommen, in der sich die Teile ja zum Teil sogar überlappt haben, dass jeder Prototyp seinen eigenen Reiz hat, auch wenn er eben vermeintlich vielleicht auf einer viel simpleren technologischen Basis steht. Gibt es noch Fragen im Chat oder im Publikum? Sonst hätte ich noch eine Abschlussfrage. Als lange Jahre gequälte und bestimmt auf einem gewissen Level mich befindende Blockflötenspielerin, hätte ich Chance, in den nächsten Jahren in dieser Kombo mitzumachen und einen kreativen Beitrag zu leisten? Jederzeit. Ich würde im Rahmen des Kooperationsvertrages gerne nochmal darauf zurückkommen und mich eventuell da noch ein bisschen einwanzen. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank. Ich möchte mich bedanken natürlich bei den Musikerinnen und Musikern, bei Valentina Öffele. Ihr könnt gerne auch ein bisschen applaudieren gerade mal. Dr. Sebastian Trump, Felix Gottwald, Dr. Martin Ulrich, Professor Corbinian Riedhammer, den Organisatorinnen des HIL-Festivals, meinem Team am Deutschen Museum Nürnberg, dem besten überhaupt natürlich, und dem Zentrum für Kreativität und Innovation Leonardus. Ich bedanke mich bei euch hier im Live-Publikum, bei Ihnen im Livestream und sage einen schönen Abend, gute Nacht und seien Sie kreativ.